Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Stranded Deep. Mein Name ist Peter D. und ich freue mich, dass ihr dabei seid, denn ich habe jetzt auch schon die nächste Insel erreicht. Das ist auch immer wieder so eine Qual mit dem ganzen An- und Abborden. So, wie ihr sehen könnt, da hinten ist das Tankschiff. Ich habe mich jetzt Richtung Nordwesten bewegt, um auf diese Insel zu kommen, auf der ich mit großer Sicherheit noch nicht war. Deswegen muss ich auch ein bisschen vorsichtiger sein. Ich sehe da auch schon wieder lauter Krebse und ich sehe da eine neue Kiste. Das ist was ganz was Schönes. Schnappt man sich auch gleich. Dann werden wir jetzt hier mal einfach alle Kisten platzieren. So, die letzte wird die neueste sein, vermute ich mal. Was haben wir da? Ah, wir haben ein Fernglas. Das ist interessant. Wir haben Plastik und wir haben wieder einmal Wellblech. Gut, das Fernglas nehme ich auch gleich hier raus. Das Plastik von da hebe ich auch auf. Das Plastik von hier hebe ich auch auf. Den Stein da hebe ich auch auf. Ich habe dich nicht aus den Augen verloren, du böse Krabbe, du. Und fangen mal wieder an, Ressourcen gleich zum Bunkern. Da ist noch ein Stein. Ah. So, aber jetzt. Gut. Steine hier rein. Plastik. Nein, das. Okay, von mir ist das Blech halt. Ich habe sogar noch immer einen Stein in der Hand. Hier können wir das Plastik reinhauen. Oder? Nein. Ich werde diesen dummen Dreizack da rausnehmen. Das ist so lächerlich, dass ich den damit herumschleppe. Damit kann ich nämlich gleich das hier machen. Ja, da können wir gleich einmal den Strand da befreien. Vom Ungeziefer. So, da gehen wir jetzt noch den einen Stein hinein. Das Plastik kriege ich hier sicher nicht mehr unter, wo ich das Plastik schon drinnen habe. Genau. Ja, dann nehmen wir das einfach da raus. Geben hier das ganze Plastik rein. Das Ding kann ich eigentlich jetzt mal. Wobei, ich werde es jetzt noch behalten. Das, was ich fallen lassen kann, sind die zwei Krabben. Und jetzt brauche ich auf jeden Fall mal die Axt, weil ich muss mir natürlich, wie immer, einen Schlafplatz bauen und irgendwas, um Wasser zu produzieren. Das heißt, das ein Plastik werden wir eh verwenden. Was haben wir da für Blumen? Irgendwas? Okay. Ich muss jetzt nur wieder aufpassen wegen so dummen Schlangen und so. Das machen wir lieber mit dem Messer. Da ist eine Krabbe, ich sehe es ganz genau. Kurzer Rundumguck. Ich habe gesehen, es gibt auf jeden Fall viele Wracks um diese Insel herum. Warum nicht? Ich muss natürlich auch wegen diesen coolen Heilpflanzendingern schauen. Da irgendwas Gefährliches herinnen. Sieht nicht so aus, aber Kokosnüsse, die nehmen wir auch gleich. Und diese Palme werden wir gleich fällen. Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Dann haben wir wieder Kokosnüsse. Das passt. Schaut das Inventar aus. Okay, einen Baumstamm kann ich noch einstecken. Dann machen wir gleich zu stecken. So, dann glaube ich, habe ich mal alles, was ich brauche, um. Oh no! Nein, jetzt habe ich was weggeschmissen, was lebensnotwendig ist für mich. Dann laufen wir mal zurück und bringen alles nach Hause. Oder dorthin, was ich als quasi zu Hause definiere.
Ich möchte nur trotzdem aufpassen wegen doofen Schlangen. Warum hänge ich denn da an der Blume? Da gibt es Schweine und da ist eine Blume. Ich kann nicht aufheben. Aber ich kann das Schwein nicht an. Ich kann dich aber nicht häuten. Ich habe keinen Platz im Inventar. Wo ist mein Floß? Bin ich an meinem Floß vorbei? Natürlich bin ich an meinem Floß vorbeigelaufen. So, so, so. Okay, keine Panik. Als allererstes produzieren wir mal ein Tauwerk. Ja, das lassen wir da fallen. Nein, das... Ich krieg gerade die Krise. So, machen wir es nochmal so. Da haben wir eine Kokosnuss drin. Das heißt, die Kokosnüsse haben wir da mal rein. So. Genau. Jetzt kann ich das eine Messer mal aufheben und wieder deklarieren als... So, ich möchte oben das Messer bitte haben. So, Dankeschön. Gut, jetzt habe ich auch genug Platz im Inventar, um einmal Tauwerk zu produzieren. Und jetzt sollte ich schon eine Hütte machen können, genau. Das heißt, wir bauen uns hier eine coole Hütte her. Von mir aus hier. Da so. Genau. Dann hätte ich jetzt auch gerne einmal Reisig, ja, natürlich. Und dann baue ich natürlich auch noch wieder. Ja, das baue ich sowieso. Da war nichts mehr, okay. Ich brauche wieder Holzstecken. Sowie Palmwedel. Für Lagerfeuer und dann eben den Wasserdestillator. Gut, gut, gut. Ich hätte gerne auf jeden Fall mal ein Lagerfeuer. Das ist einmal das Wichtigste. Weil dann. Ich habe mich verdrückt. Weil dann kann ich schon mal was zum Essen kochen, grillen, wie auch immer. Mit diesen zwei Krabben, die ich da habe, die ich gleich häuten werde. Wo habe ich denn die fallen lassen? Da hinten. Jetzt fangst du richtig an zum Stürmen, Sapalot. Ist das Reisig? Das habe ich doch auch schon produziert. Habe ich das noch eingesteckt? Das habe ich eingesteckt. So, ein Lagerfeuer machen. Ist natürlich die Frage, wie sinnhaft ist es, ein Lagerfeuer bei einem stürmenden Regen zu machen. Ich mache es trotzdem. Ist mir wurscht. Ein Fleisch können wir schon mal anbringen. Das andere lassen wir uns dann in der Tasche. So, jetzt brauche ich eine Kokosnuss. Und wieder ein Tauwerk. Ist jetzt mein Messer eingegangen, echt. Richtig Krise. Tauwerk. Kann ich das schon jetzt machen? Habe ich jetzt genug? Nein, noch immer nicht. Verdammt. Ich brauche einen Stein. Ich brauche nicht die ganze Kiste, nein. Ich brauche doch nur den Stein. So. Dankeschön. Jetzt kann ich mir bauen so ein Sternwerkzeug. Ja, von mir aus legst du da hin, wenn du keinen Platz hast. Und jetzt hätte ich gerne aus dem Sternwerkzeug ein verbessertes Messer. Da brauche ich wieder ein Tauwerk. Okay, eins brauche ich noch. Eine junge Palme. Wo bist du? Oh, dich schneide ich auch. Ich habe kein Messer mehr. So, aber jetzt. Ich hätte gern ein
Bauwerk. Jetzt habe ich das Steindingszeug da drüben liegen lassen irgendwo. Das. Dann nehmen wir das in die Hand. Nehmen wir das einmal an, hauen sich das rein, weil Hunger haben wir eh schon wieder, ja natürlich. Wenn das fertig ist, muss ich es auch gleich zu mir nehmen. Ich will jetzt aber endlich das Messer bauen. Da. So. Das legen wir aus der Hand. Erfolg freigeschaltet, cool. Crafted 40 Tools. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. So, LB festhalten. Ich hätte gern das Messer. Da oben. Genau. So. Perfekt. Jetzt habe ich ein Messer. Jetzt kann ich nach Schweinhäuten gehen. Nicht hüpfen vor Freude, sondern nur häuten. Denn dann habe ich ein Stück Rohleder, was ich in Verbindung mit dem Stoff, den ich mitgenommen habe, jetzt in Gürtelstufe 3 umwandeln kann. Und ich kriege zusätzlich jetzt auch noch zwei Stück mittelgroßes Fleisch, wenn ich mich nicht irre. Was natürlich eine super geniale Sache ist. Da habe ich noch so eine Blume. Und jetzt habe ich alle Hände voll. Was liegt da? Also das ist die dumme Blume. Ja. Und das fertig ist, kann ich dieses, jenes. Wo ist ein... Es ist so dunkel, ich sehe nichts. Ich könnte... Haha, nein. Solange Feuer am Fleisch ist, Fleisch am Feuer, Feuer am Fleisch, gehe ich nicht schlafen. So, da haben wir noch Kokosnüsse, das heißt, da kann ich da reingeben. Heilzeug. Da hätte ich jetzt im schlimmsten Fall noch eine Leine. Okay, zwei sogar. Aber da ist das Ding drin, der Stoff. Haha, ich habe Gürtelstufe 3. Sehr gut, jetzt habe ich wieder durch das auch einen Platz mehr im Inventar. Die ist komplett leer, da haben wir Kokosnüsse und Heiltränke drinnen. Die nehme ich mal einfach beide raus und gebe da jetzt einmal nur die eine Heilpflanze hinein. Das eine Leder gebe ich hier unten dazu. Genau, was ist da jetzt drinnen? Steine und Blech. Okay. Ist das Fleisch fertig? Ja, sehr gut. Essen. Machen wir gleich das nächste Fleisch drauf. So, was ich jetzt noch brauche, sind auf jeden Fall Jungpalmen für Blätter. Damit ich Tauwerk machen kann. Um uns dann die Wasserdestille zu bauen. Da haben wir noch Palmwedel, die man da verwenden kann zum, ja, für die Wasserdestille. Im Dunkeln was suchen ist natürlich super clever, aber ich sehe da schon mal eine Jungpalme. Ist da sonst noch irgendwie sowas? Da ist eine. Da liegt Blech herum, das nehmen wir auch mit. Jetzt muss ich mich wieder im Dunkeln bewegen, das dauert man gar nicht, aber da ist noch eine Jungpalme. Kann ich jetzt schon? Nein, kann ich noch nicht. Blech. Jungpalme. Seil. Das heißt, ich könnte jetzt schon wieder ein Seil machen, genau. Eine Trinkflasche, die brauche ich genau. Und jetzt... glaube ich, habe ich eigentlich alles, um mir meine Wasserdestille zu bauen. Ich brauche vielleicht wieder ein Tauwerk, aber das nehme ich mir dann aus den Kisten raus. Ja, warum nicht? So, wie schaut es mit dem Fleisch aus? Noch nicht gekocht, okay. Gut.
kurze Kontrolle. Wir wollen ein Wasser destillieren. Dafür brauchen wir ein Blatt, das haben wir. Eine Flasche, die haben wir. Ein Tauwerk brauchen wir. Einmal Plastik und drei Steine. Okay. Einmal Plastik, einmal Tauwerk, drei Steine. Da haben wir drei Steine. Okay, mein Inventar ist voll. Dann kann ich das Blech da mal abliefern und das abliefern. Dieser Dreizack, egal. Drei Steine. Einmal Tauwerk, einmal Plastik. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Jetzt ist es soweit. So, jetzt bin ich das Zeug los. Einmal Plastik. Sehr schön. Das heißt, ich kann dieses hier jetzt einfach mal dezent da herstellen, damit es auch schön in der Waage ist. Und das heißt, wir produzieren Wasser. Zu diesen Zeiten könnte ich ja theoretisch mal abspeichern. Boah, leck. So. Und da können wir uns das gegrillte Stück Fleisch reinhauen. Legen das da drauf. Was haben wir noch keins? Da müssen wir noch Blätter reinhauen. Schon ist die Sache geritzt, könnte man sagen. Die eine Kokosnuss werde ich da auch noch abliefern. So. Den einen Stock kann ich hier auch einmal liegen lassen. Denn jetzt müsste ich eigentlich nur mal warten, bis hell wird und wir uns mal die Wracks anschauen können. Also ich sehe da drüben etwas. Da aus dem kleinen Boot haben wir ja eine Kiste rausbekommen. Da drüben sehe ich noch ein Wrack. Und da hinten natürlich das ganz große, was auch nicht uninteressant ist. Das werden wir sich aber alles erst bei Tageslicht anschauen. Das heißt, ich warte jetzt hier noch kurz mit euch zusammen, bis das Fleisch fertig ist. Vielleicht auch was zum Trinken. Das war das Geräusch von der Destillieranlage. Ah, schön. Könnte ruhig ein bisschen mehr rauskommen. Haben wir gleich wieder ein Blatt dran. So. Und ja, dann werde ich mich schlafen gehen. Dann werde ich mich schlafen legen oder schlafen gehen. Hoffen, dass dann wieder die Sonne scheint. Ja, ich sehe schon wieder runtergehen. Und mir dann eben diese coolen Wracks anschauen. In der Hoffnung, dass ich etwas finde, was ich für mein Floß gebrauchen kann. Denn ich möchte ja mein Floß auch weiter ausbauen. Beziehungsweise weitere Kisten. Denn soweit ich weiß, kann man in diesem Spiel nicht genug Kisten haben. Was ist mit den Fledermäusen da los? Und ja, es wird noch sehr interessant. Die nächste Insel, die wir uns danach anschauen werden, ist ebenfalls im Nordwesten. Sprich, wenn da das Dampfschiff, wenn da der Tanker ist, ist die Insel, wo wir hinwollen, als nächstes irgendwo eine da hinten. Ah, da liegt ein Stein. Cool. Ich habe einen Stein gefunden. Ah, da hinten. Das wird die Insel sein. So, jetzt schauen wir nochmal kurz da um. Weil Steine sind eh wichtig. Ih, da ist ein komisches Ding, was giftig ist. Steine, Steine, Steine. Keine Steine. Ja, es gibt halt auch manche Inseln, die was nicht viel hergeben. Ich nehme ich auf jeden Fall. Und das war das Klingeln für unser Fleisch. Oh shit.
Diese dummen Schlangen. Okay, ich brauche Speere. Das weiß ich jetzt schon mal. Was? Wie? Wo? Dummen Schlangen. Ich gehe doch nur Steine holen. So. Da liegt auch noch einer. Da liegt auch noch einer. Das ist nichts. Das ist auch nichts. Da haben wir dann die zwei Wracks. Keine Blume. Gut. Hab dich nicht übersehen. Jetzt heißt es noch brav essen gehen, schlafen gehen und morgen geht's quasi weiter. So wie in-game als auch in echt. Denn ich werde mich hier auch jetzt gleich wieder von euch verabschieden. Mit einem guten Steak in der Hand. Yum yum. Und hoffentlich nochmal ein, zwei Schluck, bevor wir schlafen gehen. Machen wir das Feuer aus. Ich sage mal speichern. Und an der Stelle wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.